Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play RimWorld. Wir spielen die Beta 18 und befinden uns in der zweiten Staffel. Ihr könnt hören, dass hier ordentlich geschafft wird. Es werden Steine behauen, es wird eine Rose produziert, Isel forscht. Hier haben wir immer noch den Gefangenen, den Sharon. Und Raven bastelt hier noch an diesen Schlagfallen für unser nächstes Geschoss, sage ich schon. Hier ist jetzt diese komische Gazelle, die irgendwie scheiße drauf ist, warum auch immer. Kannst ja gern die Menschen jagen, aber ne, die Menschen haben eine große Mauer gebaut, da bist du jetzt dann erstmal hinten dran. Tja, da muss man halt durch, ne? Ich guck mal eben, ob ich schon den ganzen Stahl eingesammelt habe, das könnte eventuell hier sonst ein bisschen ungesund werden. Aber... Ah, Joel hat jetzt hier gerade Stahl eingesammelt. Okay. Hoffentlich kommt die Gazelle nicht drauf, dass hier auch noch ein Mensch rumrennt. Wird hier eigentlich angezeigt? Hier, das ist die Gazelle. Die läuft hier immer noch rum. Schlecht gelaunte Gazelle. So, das wäre dann hier auch mal fertig. Ah, okay. Produziere Sturm- und Präzisionsgewehre. Cool. Okay, dann werden wir jetzt aber erst einmal anfangen mit der Medizinherstellung zum Forschen. Dann können wir nämlich hoffentlich in absehbarer Zeit sehr schnell, sehr motiviert damit beginnen, Kena von ihrem beschissenen Tumor zu befreien, der ihr ja den ganzen Tag versaut. Das wäre natürlich eine richtig gute Sache. Da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf, wenn wir das dann mal hinkriegen. Weil sie tut mir ja schon echt leid. Also das so ein Dings zu haben, das ist nicht schön. Und es zieht sie ja auch wirklich brutal runter. Also sie hat ja immer minus 35 Stimmung, allein schon wegen den Schmerzen durch den Tumor. Und das ist natürlich nicht so toll. So, Major, du musst dann halt gleich noch deine Hose holen. Die Schweinshauthose. Gucken wir doch mal. Überlegen, okay. Oh, Raven, warum beleidigst du jetzt Kena? Was soll der Mist? Leute, ihr seid komisch. Echt, ihr seid wirklich komisch. Oh, fuck, ist hier viel Zeug. Okay. Nein, Raven. Du bleibst jetzt hier. Kommt jetzt das komische Viech? Ja, shit. Kena, du gehst bitte hier hin. Joel, du gehst bitte irgendwo anders hin. Idealerweise hier hin. Wenn jetzt hier schon die kranke Gazelle kommt. Ah! Mach sie tot! Mach sie tot! Töte sie! Töte sie! Oh Mann, das ist doch scheiße. Nicht Raven! Alter, also so richtig gut flüchten können die jetzt auch nicht. Habe ich das dumme Gefühl. Okay. Das hätte natürlich besser laufen können jetzt gerade. So, Raven, was hast du alles? Ganz schön viele Prellungen. Na, dann mal ab in die Krankenstation. Das ist doch jetzt ein bisschen lästig. Ach, die arme Raven. Aber gut, dieses doofe Viech war jetzt so ein bisschen unpraktisch. Glücklicherweise kann der gute Joel sie ja auch gleich wieder einsammeln. Genauer gesagt, wieder zusammenbasteln. Die Prellungen verbinden und so. Oh, Major geht jetzt erstmal den Hund behandeln. Mhm. Na, das nenne ich mir mal echte Prioritäten. Ach ja. So, Joel, wie wär's? Du könntest dich jetzt mal um Raven kümmern, bitte.
Nicht um die Wand. Geh bitte zuerst zu Raven. Die Wand kann da noch eine Weile stehen. Oh, es ist doch echt die Möglichkeit hier. Mal gucken, was dieses Kunstwerk hier symbolisieren soll. Auf dieser Arbeit ist eine Illustration von Emma Raven narrowly avoiding a cavern that vanishes behind a curtain of debris and dust. She is scratched and bleeding. Die Darstellung ist umgeben von unzählige Laus, obwohl der Stil amateurhaft mit dadaistischen Elementen ist. Okay. Nicht drüber nachdenken. Ach Gott, ist das bescheuert. So, Joelle ist dann hier hoffentlich der gute Arzt, der das Problem lösen wird. Aber der macht das ja recht gut. Ich meine, so ein bisschen Ärztetätigkeit schadet ihm auch nicht. Dann kann er nämlich hier auch mal ein bisschen skillen. Oh ja, das dauert jetzt noch eine Weile. So. Nein, Raven, du legst dich jetzt hin und pennst, bis du wieder fit bist, Mädchen. Gibt's ja nicht. Ihr könnt doch nicht alle so arbeitsgeil sein und du könntest mal den Dreck hier wegmachen. Wie wär's? Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Was haben wir hier für motivierte Kolonisten, die ganze Zeit schuften, wie die Blöden. Okay, Joelle muss jetzt natürlich zuerst die Wand hier reparieren. Und dann das Reisthema abhaken, okay. Mal gucken, wie lange die brauchen, bis sie gewachsen sind. Habe ich hier irgendwie empfängliche Fruchtbarkeit? 100%, okay. Ach Gott, Raven, du tust mir ja schon leid. Aber immerhin war es eine gute Gelegenheit für die Damen und Herren, hier so ein bisschen ihre Skills zu üben. So, bauen wir mal wieder ein Zimmerchen. Oh, das wird ein größeres Räumchen, glaube ich. Haben wir hier noch ein bisschen Holz für eine Tür? Stahl müssten wir auf jeden Fall noch genug haben, um ein Stromkabel zu ziehen. Zumindest bis hierhin. Aber dann können wir auch jeden Raum auch beleuchten. Ja, das bauen wir erst, wenn das hier fertig ist. Und ihr setzt euch natürlich aufs Feld und esst dort euer Essen. Ist so klar. Einmal tief durchatmen. Warum tut ihr das? Warum? Oh Mann, oh Mann. Okay, Joelle, fang doch einfach mit der Mauer ganz dort unten an und nicht dort oben. Es ist okay. Ich bin jetzt... Ich denke darüber einfach jetzt nicht länger nach. Das ist so. Seufz. Nova hat sich erholt, das ist schön. Waffenhändler, okay. Ja, es gibt hier nur so ein Problem. Wie mache ich das denn mit dem Waffenhändlerzeug? Warte mal, gab es hier nicht so dieses Dings? Sage ich schon auch zu allen möglichen Sachen Dings. Wo war das denn? Diverses. Das orbitale Leuchtfeuer. Dass ich nur Zeug verkaufen kann, das sich hier in der Nähe von dem Leuchtfeuer befindet. Was brauche ich denn dafür eigentlich? Stahl und ein Bauteil. Okay, Behandlung benötigt. Okay, Kena braucht eine Behandlung. Das muss dann jetzt halt auch der gute Joelle gleich durchführen. Weil so wichtig ist das jetzt auch nicht, dass du dich da um irgendwelchen Kram kümmerst. So, bitte behandle Kena. Aber hier ist zumindest der ganze Schiefer schon mal da. Ach, die arme Kina mit ihrem blöden Krebsgeschwür. Das ist so scheiße. Das ist alles schlechter für sie. Ey, aber demnächst können wir dann wenigstens endlich mal Medizin produzieren. Was ich ja schon mal sehr, sehr gut finde. Also das ist eine Sache, darauf habe ich jetzt lange gewartet, dass wir Kena helfen können. Und ich hoffe einfach mal, dass das trotzdem irgendwie klappt. Weil das ist ja schon eine Scheißsituation mit ihr. So, dann wollen wir doch mal Möbel bauen.
Und ich denke mal, ich probiere jetzt mal so ein extra Möbelstück. Ah, was haben wir denn momentan? Marmor müssten wir eigentlich noch haben. Dass wir das hier prima nebendran stellen können. Ich teste mal, wie das ist, so mit einem Nachttischchen und Lämpchen und so. Das hatte ich bisher noch nie. Bin ich jetzt gespannt drauf, ob das taugt. Wir brauchen natürlich auch noch einen Fußabtreter. Soll ja hübsch sein hier. Ich meine, noch ist das Zimmer abscheulich, okay. Aber es ist doch gut. Es ist wahrscheinlich ein bisschen dreckig gerade, das Ganze. Würde ich mal stark vermuten. So, das heißt, ich kann rein theoretisch dann auch das Kabel gleich weiterziehen und hier entlang. Und ja, ich ziehe das ganz bewusst nicht durch die Wand. Also wenn das hier von Feinden irgendwie angegriffen wird, dann ist das Geschütz ja fast nutzlos, weil ich es ja nicht wirklich verbunden habe. Wenn die Wand kaputt geht, dann geht nämlich auch das Stromkabel darin kaputt. Das wollen wir ja nicht. Kina ruht sich aus, okay. Sind sie alle müde? Ja, es wird geschlafen. Gut, dann spulen wir mal wieder eine weitere Nacht vor. Ihr dürft euch hier so ein bisschen verlustieren. Dürft ihr alle in Ruhe pennen jetzt? Hat Sharon eigentlich Essen gekriegt? Oh nein, hat er nicht. Ui. Okay, Raven, ich fürchte, ich muss dich dann nachher doch mal wecken. Damit du dem Gefangenen Essen bringen kannst. So, wie wär's? Bringe Essen mal mit ihm, zu ihm hin. Bist zwar jetzt gerade noch nicht fit, aber der muss auf jeden Fall was futtern. Ach je. Das ist natürlich so ein bisschen unerfreulich. Hier habe ich so voll die Dreckschleuse. Das finde ich auch irgendwie witzig. Hallo Sharon, hier habe ich Essen für dich. Hallo. Und er setzt sich auch brav wieder hin an den Tisch. Sehr gut. Kannst dich ein bisschen entspannen. Raven kann in Ruhe essen. Na, wie schaut's? Nahrung, alles gut? Ja, Nahrung voll. Trägt ausgefranste Kleidung, starke Schmerzen. Ja gut, Junge, so ist das halt. Schnittnarbe. Eieiei, Bissnarbe. Nahrungsmangel, das gibt auch Schmerzen, okay. Sachen gibt's. Also das muss man echt viel beachten, habe ich den Eindruck. Und hier wird erstmal wieder gemeinsam gefrühstückt. Sehr schön. Komm, Isel, du hättest dich doch mal mit ihm nett unterhalten können. Aber nein. Wir hängen uns ja wieder an den Forschungstisch. Ich glaube, irgendwann setze ich sie einfach in so ein extra Zimmer, wo es nur den Forschungstisch gibt und gut ist. Ah. Joel, was machst du denn? Bierwürze mischen, okay. Ja, könnte jetzt schlimmer sein. Immerhin, 3,8% sind es jetzt bei der Anwerbung. Es wird besser. Raven, leg dich doch einfach hin und schlaf noch eine Runde. Das ist besser für dich, dann wirst du auch schneller gesund. Und Kina bastelt hier fleißig an den diversen Dingen rum. Wie geht's dir denn heute? Richtig gemütlich, tolles Esszimmer. Yay. Alles schön. Naja. Fühlt sich immer noch scheiße und ist depressiv. Ach, Mann. Man bräuchte irgendwie so einen Rimworld-Therapeuten. Jemand, der dann solche Leute mit Depressionen auch ein bisschen behandeln kann. Das fände ich viel besser, wenn es irgendwie sowas gäbe. Vielleicht gibt es ja schon so eine Mod. So der Rimworld-Psychiater. Fände ich jetzt nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube mal, dass ich diese Ecke hier auf jeden Fall dann auch wegtun werde. Und das Feld dann hier unten hinsetzen oder so. Dann kann man hier nämlich noch ein bisschen anbauen, wenn es nötig wird oder sowas.
Placebo ist hier schon mal richtig hart wieder am Ernten. Ja, wenigstens funktioniert das gut. Der Nahrungsnachschub ist hier in dieser Gegend echt überhaupt kein Problem. Ich glaube, darüber kann man dann schon mal ganz froh sein. Und ich schätze mal, ich muss jetzt hier demnächst auch mal unsere Stromversorgung ein bisschen wieder ausbauen. Es ist einfach so viel Zeug, das hier Strom braucht inzwischen. Aber dafür geht dann natürlich auch die Forschung ein bisschen besser. So, ich guck mal eben, was ein gescheites Waffending jetzt brauchen würde. Ein Sturmgewehr. 60 Stahl und 7 Bauteile. Alter Witzka, okay. Das ist ja mal richtig heftig. Ich sehe das schon. Wenn ich hier mal alle Leute mit gescheiten Waffen ausstatten möchte, wird das eine richtig teure Angelegenheit. Und wir müssen dann eine Menge Bauteile irgendwo farmen. Meine Herren. Ja, aber der Bogen ist natürlich nicht so toll. Normal 18%, das ist jetzt nicht so richtig geil. Wo bist du eigentlich mit dem Bogen, Kina? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Fernkampf 12, okay. Ich glaube, dann geben wir dir aber mal eine bessere Waffe hier. Schrotflinte. Was hat die denn für eine Reichweite? 16 und wie viel hat der Bogen? Nein, ich will doch nur den Bogen haben. So, hier sieht man es dann. 16, 29. Oh, das ist natürlich ein Unterschied. Das ist schon eher so eine Nahkampfwaffe, das Ding. Okay, sie baut jetzt hier einfach noch fertig. Ja gut, das muss ja auch mal sein. Während Raven sich hier weiter entspannt. Ich hoffe mal, dass sie jetzt bald wieder fit ist. Boah, das ist ja richtig viel. Also diese Gazelle war die totale Mördergazelle, meine Herren. Schlimm. So, Joel, was machst du? Du baust... Ah, hilfst beim Wandbauen, okay. Zumindest ist jetzt hier Isel nicht mit dabei. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass hier wieder geprügelt wird, ist nicht so hoch. Ja, ich komme da immer wieder drauf zurück, weil ich sowas so total unnötig finde. Es gibt einfach keinen Grund, dass die sich permanent prügeln. So, haben wir hier auch gleich das nächste Zimmerchen fertig. Es fehlt hier noch mal ein bisschen Holz. Was macht Kena? Holst du Holz? Bauteile. Ach, für das orbitale Funkfeuer, okay. Ja, gucken wir doch mal, ob das jetzt so funktioniert. Ja, natürlich cool. Was hat denn die für eine Reichweite? 22 immerhin. Und das Ding hier? Ah ja, stimmt, das war ja weniger. Ja, ich weiß, ich weiß. Wir sind noch nicht fertig, Leute. Ich möchte hier noch ein schönes Dings haben für euch. Also wenn diese Heilwurzel fertig ist, dann werde ich das Feld hier abbauen. Kann man hier nämlich nochmal eine Tür machen und vielleicht hier so einen kleinen Platz haben oder so. Mit einem extra Hufeisenwurfspiel. Irgendwas in die Richtung. Wenigstens schreitet jetzt die Medizinforschung auch so weit fort, dass ich hier dann relativ bald damit anfangen kann. Ich kann nämlich hier noch nichts bauen. Das ist so ein bisschen blöd. Hier haben wir den schönen Werkzeugschrank. Und hier auch nochmal. Also insgesamt plus 12% Geschwindigkeit finde ich jetzt nicht verkehrt. Ich überlege ja, ob ich hier nicht auch noch einen hinbauen soll. Also hier zwischen diesen beiden. Andererseits, wir haben es ja nicht so super eilig. So, jetzt haben wir hier ein Funkfeuer. Okay. Oh, ich könnte hier sogar ein Lager drumherum basteln. Ist ja auch nicht schlecht. Nee, das hatten wir eigentlich nicht vor. Okay, schauen wir doch mal. Könnte sie... Ah! Ich könnte hier die ganzen Umgebungsleute irgendwie kontaktieren. Das ist ja witzig. Nur das mit dem Handel ist jetzt... Ich weiß nicht so recht, wie das funktionieren soll. Gucken wir doch mal. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Kann ich das benutzen? Nee, kann ich nicht. Ist ja blöd.
Okay, also irgendwie ist das nicht ganz so eingängig. Wohin wird denn jetzt hier noch gebaut? Ah, an der Tür, okay. Ich hatte mich schon gewundert. So, blauer Teppich. Muss jetzt hier auch noch hin. Wie viel Schiefer haben wir denn jetzt noch übrig? Das ist jetzt noch einiges. Das kriegen wir auch noch hin. Schieferblöcke. Und Holztüren. Zup und zup. Dann ist unser Gästehaus fast fertig. Finde ich gut. Sind wir jetzt wieder ein Schrittchen vorangekommen? Finde ich sehr, sehr schön. Also, ihr Lieben, unser Gästehaus nimmt langsam Gestalt an. Raven wird langsam auch wieder gesund. Ich hoffe mal, dass dann in der nächsten Folge richtig gute Fortschritte noch zu sehen sind. Und ich würde dann mal sagen, wir sehen uns dann da wieder. Macht es gut, bis dahin. Habt eine schöne Zeit, was immer ihr tut. Und lasst es euch gut gehen. Bis denn und tschö!